Wir sind nicht allein und waren es auch nie. Hallo? Ja. Äh, grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich versuche in den nächsten 50 Minuten Ihnen so viele wie möglich Artefakte zu zeigen, die ich im Laufe der letzten 14 Jahre weltweit gefunden habe und auch mit meinem Freund äh, Rein, äh, Reinhard Habeck, einem wirklich sehr, sehr guten Autor, der viele Bücher über teilweise auch einige der Artefakte, die ich Ihnen hier zeige, geschrieben hat. Äh, wir haben 2001 die Ausstellung Unsolved Mysteries in Wien gemacht. Zu dem Zeitpunkt haben sich die offiziellen Medien absolut nicht damit befasst. Nur einige Zeitungen haben darüber berichtet und in den letzten zwei, drei Jahren in mehreren der amerikanischen Fernsehserie Ancient Aliens sind teilweise Fotos von Objekten, die wir im Original in Wien ausgestellt hatten, bereits gezeigt worden als sensationelle Neuentdeckungen. Aber ich möchte mich vorher noch ganz herzlich beim Günther bedanken für die Organisation des heutigen Kongresses. Und es waren tolle Sprecher bereits hier und ich habe einige neue interessante Sachen gehört. Wir fangen an mit den bosnischen Pyramiden, die heute immer noch nicht von der offiziellen Wissenschaft als Pyramiden anerkannt sind. Vor drei Jahren wurde ich vom Professor Samos Managic eingeladen, zu einem Kongress nach Visoko zu kommen in Bosnien. Und wie ich die Liste der Vortragenden gesehen habe, das waren hauptsächlich nur Wissenschaftler, habe ich mir gedacht, da muss ich aber außer meinen Objekten irgendwas Interessantes mitbringen. Und ich habe in Deutschland einen Freund, der vor einigen Jahren eine neue Technologie entwickelt hat, die es weltweit bis heute noch nicht in der gleichen Weise gibt. Und zwar kann er von zu Hause aus, äh, archäologische Stellen weltweit scannen. Ich habe dann am Ende meines Vortrages in Visoko die Bilder von Scans der Sonnenpyramide in Visoko gezeigt. Und Sie sehen hier auf diesem Bild sehen Sie hier die verschiedenen Farbschattierungen, die verschiedenen Kreise. Das sind Tunnelanlagen, die von ca. 140 Metern heraufgehen bis an die Oberfläche. Die höchstgelegenen Tunnels sind ca. 5 Meter. Der jetzige Archäologe dort, Timothy aus Neuseeland, hat mich gebeten, dass ich ihm diese Scans noch einmal in Hochauflösung schicke weil sie an einer Stelle graben, die wir als Tunnel angezeichnet haben, wo wir vermuten, dass in circa fünf Meter Tiefe ein Eingang in diese Pyramide existiert. Ich glaube, wenn sie daran dann weitergraben, hoffe ich, ich hoffe für sie, dass sie den Eingang finden, denn anhand des Scans konnten wir sehen, dass die Gänge verbunden sind, aber spiralförmig nach oben gehen. Und ein serbischer Wissenschaftler hat mir gesagt, er hat festgestellt an seinen Forschungen, dass eine spirale Energie entwickelt nach oben. Und das wäre eine Erklärung der starken Energie, die an der Spitze der Sonnenpyramide nach oben geht. Wir haben im Zentrum der Pyramide in äh, ich glaube, es waren no, 400 Meter, Entschuldigung, bis 400 Meter in die Tiefe. Bei 150 Metern haben wir einen Raum auch entdeckt mit vier Quergängen. Und in diesem Raum hat mein Kollege eben über seine Technologie Edelmetalle und Knochen entdeckt. Das wäre für mich ein Hinweis, dass im Zentrum der Sonnenpyramide eine Grabanlage vorhanden ist und wenn die gefunden wird, dann wäre, glaube ich, der letzte Zweifel, dass es sich hier um Pyramiden handelt, vom Tisch. Wir haben dann noch einen Gang entdeckt, der ca. 60 Kilometer bis in die nächste Ortschaft geht und der sich in einer Tiefe von ca. 600 Metern befindet. Also weitere Untersuchungen werden sicherlich noch einiges zutage bringen in Bosnien. Pyramidenähnliche Berge gibt es weltweit. Ich habe in den letzten zwei Jahren mehrere Bilder bekommen und wann immer mein Kollege Zeit hat, werden wir versuchen, diese Pyramid Pyramidenähnlichen Berge zu untersuchen. Vielleicht finden wir noch einiges von Deutschland beginnend über Italien. Vielleicht existieren bis heute noch überwachsene Pyramiden, die man bis heute als Berge identifiziert, aber nicht als Pyramiden. Dann Anhand eines, einer Videoaufnahme, das in YouTube gestellt wurde von Professor Osmanagic, haben mich Forscher aus Australien kontaktiert. Dort wurden 1958 bereits, wurde in ein, wirklich in der Wildnis eine Felsformation gefunden und auf dieser Felsformation waren über 300 altägyptische Hieroglyphen. Der Versuch festzustellen, ob es sich hier tatsächlich um ägyptische Hieroglyphen handelt, ist immer an der Wissenschaft gescheitert, denn Ägypter können nicht in Australien gewesen sein. Übersetzungen dieser Hieroglyphen besagen, dass sich hier in der Nähe das Grab einer wichtigen Persönlichkeit aus Ägypten befinden sollte. Die Australier haben die ganze Umgebung untersucht und haben nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass eine Grabanlage vorhanden ist. Sie haben mich kontaktiert und haben mich gebeten, ob wir Ihnen helfen können mit unserer Scan-Technologie, um festzustellen, ob es tatsächlich eine Grabanlage hier gibt. Und Sie sehen hier die Positionsmarkierung der Australier. Hier daneben befindet sich die Felsformation mit den Hieroglyphen. Und mein Freund hat hier einen Eingang gefunden und eine sich verbreiternde Tunnelanlage, die hier in einem größeren Raum endet und in diesem Raum hat er Gold und Knochen und Edelsteine festgestellt. Die sind sofort nach Erhalt des Scans am nächsten Wochenende dorthin gefahren und haben die Gegend genau hier untersucht und haben hier steinformationen gefunden die darauf hindeuten dass es sich um eine mauer und zwar eine menschlich äh, behauene mauer handelt sie sehen hier detailaufnahme und sie haben den eingang in diese höhle gefunden nach circa elf metern und sie sehen hier auf diesem bild deutlich dass es sich hier nicht um eine naturformation handelt sondern dass es tatsächlich eine von menschen behauene äh, tunnelanlage ist. Nach circa elf Metern haben sie dann diese Blöcke, Steinblöcke, vorgefunden, die von oben heruntergebrochen sind und den Eingang total verschlossen haben. Ich habe sie sofort nach Erhalt dieser Bilder angerufen und habe gefragt, ob es in dieser Gegend ein schwereres Erdbeben gegeben hat. Sie haben das bejaht. 1976 hat es genau in dieser Gegend ein schweres Erdbeben gegeben und ich vermute, dass sich hier durch dass Erdbeben eine eingebaute Grabräuberfalle aktiviert hat. Sie haben dann Geologen kontaktiert und haben die Geologen gebeten, ob sie eine Grabungsansuchen an die Regierung stellen. Das wurde sofort abgelehnt, denn das wäre der Beweis, dass Ägypter bereits vor viereinhalbtausend Jahren in Australien waren. Wir haben dann die nähere Umgebung auch gescannt. Und wir haben in circa sechs Meter Tiefe unglaublich viele Anomalien vorgefunden. Das spricht für uns, dass es dort eine zerstörte Stadt gibt, die circa fünf bis sechs Meter von Erde bedeckt ist. Auch dort wieder jede Menge an Knochenfunden und auch Edelmetallen. Sie sind dann auch in diese Gegend gegangen, dass alles überwuchert und äh, wie dschungelmäßig überwachsen ist. Sie haben dort einige Sachen freigelegt und haben große Steinplatten gefunden mit Sternenkonstellationen, die sehr deutlich immer wieder auf die Plejaden hindeuten. Die, für die Ob äh, Aborigines in äh, Australien, mit denen meine befreundeten Forscher in Australien sehr gut befreundet sind, Sagen, dass sie schon seit Urzeiten immer wieder von ihren Ahnen gehört haben, dass sie die Ahnen von den Pleaden gekommen sind. Ich möchte gleich dazu sagen, ich bin nicht Erich von Denigen, alles sind die Aliens. Aber es gibt auch einige Artefakte, die ich Ihnen im Anschluss auch zeige, die darauf hindeuten, dass es dezidiert einen Kontakt gegeben haben muss. Aber die versunkene Stadt oder die zerstörte Stadt in Australien Man weiß, Aborigines haben keine Städte gebaut. Engländer, wenn die diese Stadt gebaut hätten, wüssten wir, also muss es dort schon eine Zivilisation gegeben haben, eine unbekannte Zivilisation vor vielen, vielen tausenden Jahren. Und meiner Meinung nach, weil das Meer nicht so weit entfernt ist, hat es sich hier um einen schweren Tsunami gehandelt, der diese Stadt zerstört hat. Pyramiden gibt es jede Menge auf der ganzen Welt. Ich zeige Ihnen hier einige aus China. Diese Pyramiden sind verboten, Ausgrabungen zu machen, also sind aber auch bewachsen, teilweise sogar von der Regierung mit Bäumen bepflanzt worden. Von einer chinesischen Archäologin habe ich diese zwei nächsten Bilder erhalten. Die sind in der südlichen Mongolei, das heute zu China gehört. Und hier sehen Sie eine weitere Aufnahme von runden Pyramiden. Und von einer chinesischen Familie aus Macau habe ich die nächstfolgenden Bilder erhalten. Und zwar sind diese Objekte seit vielen hundert Jahren im selben Familienbesitz. Also das sind keine neuzeitlichen Fälschungen. Und wie ich diese Bronzestatue gesehen habe, habe ich mir gedacht, das sieht aber aus wie die ägyptische Isis, die Göttin Isis. Sie sehen, zu laut. So. Okay. Äh, äh, in, und das wäre für mich vielleicht einer der Hinweise, dass äh, die ganze Geschichte und Forschungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, darauf hindeuten, dass es den nicht existierten Kontinent Mu im Pazifischen Ozean, wo äh, mehrere Forscher bereits Bücher darüber geschrieben haben, was aber immer nur noch eine Vermutung ist, wo die heute noch existierenden Inseln wie die Osterinseln wie Hawaii und so weiter, dass das ist alles einmal vor langer Zeit ein Kontinent waren. Das ist eine Wanderung von diesem Kontinent Mu über Korea, China, weiterer Folge Mongolei hinunter bis Indien und dann in weiterer Folge sogar bis Ägypten. In derselben Sammlung sind viele von Jadeobjekten die von der Hongshan Kultur stammen sollen laut äh, chinesischen äh, Wissenschaftlern. Sie wissen, dass Jade sehr sehr hart ist und sehr schwer zu bearbeiten ist. Vor 4000 Jahren wurden die nächsten Objekte hier hergestellt in China und zwar auch sehr sehr mysteriöse Darstellungen. Das nächste, das jetzige Bild, habe ich erst vor, im letzten Jahr erhalten, mit mehreren weiteren Bildern von einem koreanischen Forscher, der über 3.000 Objekte äh, untersucht und äh, beschrieben hat, die alle in der südlichen Mongolei bis hinauf in, in äh, nach Korea in Gräbern gefunden wurden. Das sind auch alles Jadestücke. Die nächsten Objekte, die ich Ihnen zeige, auch. Und zwar sind die mit einer schwarzen Farbe übermalt und man konnte bis heute noch nicht feststellen, um welche Farbe es sich dabei handelt. Für mich war aber sehr interessant, dass einige dieser Figuren Schriftzeichen und zwar einer unbekannten Schrift enthalten, wobei der koreanische Forscher glaubt, dass das die Urschrift ist. Und Sie wissen, dass man in den letzten Jahren auf den Osterinseln auf der Osterinsel Ausgrabungen der Moais, der großen Steinfiguren gemacht hat, die ja viele, viele Meter teilweise unter die Erde hinuntergehen. Und einige dieser Moais haben auf der Rückseite auch unbekannte Schriftzeichen und Symbole, die diesen hier abgebildeten wieder sehr ähnlichen. Für mich war das wieder interessant, warum die Moais, die großen Steinfiguren auf den Osterinseln, sind schwarz und hier diese Jadeobjekte, Wobei äh, der, äh, Herr Che, der koreanische Forscher, der Meinung ist, dass diese Objekte sicherlich älter als 8.000 bis 10.000 Jahre sind. Die haben genau die gleichen Schriftzeichen oder Symbole wie die Osterinseln Moai und sind auch schwarz. Jade, wunderschöne Jade, aber schwarz übermalt und bis zu 35 cm groß. Auch hier haben wir wieder diese Mischungen zwischen menschlichen Körper und Tierköpfen. Sie sehen hier eine weitere Aufnahme, interessant. Und hier wiederum eine Statue wiederum mit diesen unbekannten Symbolen und Schriftzeichen, die eben den Moais auf den Osterinseln ähnelten. Ich habe daraufhin meinen Freund in Deutschland gebeten, ob wir nicht einmal versuchen, einen Scan über die Osterinsel zu machen. Was er gefunden hat, ist, und wir sind dabei, mit den Archäologen, die dort die Grabungen zu machen, Kontakt aufzunehmen. Wir hoffen, sie glauben an unsere Technologie, denn er hat immer wieder in, in relativ größeren Abständen zu den Moais Gräber gefunden, und zwar auch sehr tief unter der Erde, Knochen detektiert und vor allem Gold, Silber und Edelsteine. Man weiß, dass auf der Osterinsel weder Gold noch Edelsteine jemals abgebaut wurden. Aber interessant ist, dass Thor Heyerdahl bei seiner ersten Reise 1956, bei seiner ersten Expedition auf der Osterinsel von den alten Einheimischen die Mitteilung bekommen hat. Die haben ihm gesagt, vor langer, langer, langer Zeit wurden hier die Könige begraben. Man hat aber bis heute kein sogenanntes Königsgrab offiziell auf der Osterinsel entdeckt. Das wäre jetzt interessant, dort Grabungen zu machen. Erstens einmal, was für Art von Menschen waren das, die gleichzeitig mit den Moais dort quasi vergraben wurden und ob es sich hier um Größere Menschen als normal handelt oder kleinere, das weiß man nicht, aber es wäre interessant festzustellen. Und das wiederum, na, die Könige. Die, die Alten haben gesagt, hier wurden vor langer, langer Zeit die Könige begraben. Und das wäre für mich vielleicht einer der wichtigen Hinweise auf die wirkliche Existenz des versunkenen Kontinents Mu. Denn wenn die Osterinsel eine der Inseln ist, die diese Katastrophe über, überstanden hat, dann müsste es sich um eine relativ hochgelegene Insel handeln oder ein Gebiet, ein ho relativ hohes Gebiet. Und man weiß, dass Gräber immer an mysteriösen oder, oder mystischen Städten äh, gemacht wurden. Und genau dort gibt es ja diesen großen äh, Vulkan in der Nähe. Deswegen sehr interessant die weiteren Informationen vom koreanischen Forscher in Sachen eben dieser Jadefiguren. Sie sehen hier Menschen dargestellt, aber mit etwas anderen Gesichtsausdrücken als der Homo sapiens sapiens. Und alle diese Statuen sind ca. 35 cm groß. Jade. Perfekt bearbeitet und wenn man denkt, älter als 8.000 bis 10.000 Jahren, dann tritt wieder die Frage auf, wie konnten die das machen? Das muss definitiv eine Hochzivilisation gewesen sein. Nun wechseln wir das Thema und gehen zu den Riesen. Sie alle kennen die Legenden, die Sagen über Riesen. Selbst in der Bibel und im Koran wird beschrieben, dass es Riesen gegeben hat in der Vergangenheit. Sie sehen hier, Darstellungen von Legenden oder von der Mythologie von Menschen verschiedener Größe. Hier ein Mann mit circa 1,80 Meter und hier etwas über 10 Meter. Vor einigen Jahren habe ich die Information gelesen im Internet auf einer brasilianischen Webseite, dass 1964 ein ecuadorianischer Pater, äh, Pater Carlos Vaca, in der Provinz Locher nach einem schweren Unwetter in ein Seitental gerufen wurde dort gibt es ein Plateau und ein Teil dieses Plateaus ist abgestürzt durch das Unwetter und es sind überdimensionale Knochen zutage getreten die Leute dort sind sehr abergläubisch und sie haben sofort Pater Carlos Wacker gerufen der ja jahrelang in Krankenhäusern gearbeitet hat er ist dorthin gekommen und hat festgestellt, dass es sich bei diesen Knochen um menschliche Knochen handelt. Er hat dann verschiedene Leute dazugezogen und es wurde effektiv festgestellt, dass es sich um die Knochen eines 7,60 Meter großen Menschen handelt. Ist natürlich bis heute für die Wissenschaft absolut unmöglich, denn die erste Aussage ist immer, die können gar nicht überlebt haben, weil das Herz wäre nicht in der Lage gewesen, das Blut in den körper zu verteilen. ich bin der meinung es könnte vielleicht aus einer zeit stammen wo die ganze erdanziehungskraft anders war als heute. interessant ist dass das gebiet dort wo diese knochen gefunden wurden in der aymara-sprache in der ursprache seit jeher der friedhof der riesen heißt. sehr interessant. gleich Groß müsste dieser Mensch gewesen sein, der in Südafrika diesen Fußabdruck hinterlassen hat. Ich war mit Michael Tellinger, dem wirklich ausgezeichneten Forscher aus Südafrika, dort an einem Regentag. Es ist in einem Gebiet, wo normalerweise sicher kein Mensch normal vorbeikommt, genauso nicht wie die ägyptischen Hieroglyphen in Australien. Dort sagen ja die Wissenschaftler, dass das sicher im Ende 19. Jahrhundert jemand als Spaß gemacht hat. In einem Gebiet, wo vermutlich niemals jemand vorbeikommt, macht sich jemand die Arbeit, über 300 Hieroglyphen in den Stein einzuhauen. Ich glaube, dass das kein Mensch machen würde. Auch hier wurde sofort gesagt, obwohl man sieht genau, wenn man mit dem Fuß in ein weiches Material tritt, dann kommt die weiche Masse zwischen den Zehen vor. Genau so ist es hier dargestellt, die Fußform. Die Aussage ist, wieso ist dann dieser Fußabdruck nach oben gestellt und nicht flach. Wir haben das Gebiet daneben untersucht, hier. Da gibt es ein großes Steinmassiv, das eine andere Steinqualität ist wie dieser Stein hier. Und ich vermute, durch ein schweres Erdbeben oder durch eine Verschiebung der Kontinentalschicht äh, hat sich dieser Fußabdruck dann nach oben geschoben. Hier, das haben wir uns für eine Ausstellung aus Spaß ausgerechnet, welche Schuhgröße dieser Mensch haben müsste. Hier sehen Sie Michael Tellinger, der mir einige dieser Fotos geschickt hat. Und zwar stammen die aus einer Universität in Kapstadt. Und dort sehen Sie menschlichen Knochen hier. Oh, pardon. pardon. Hier sehen Sie einen... Oberschenkelknochen, menschlich hier, normale Größe und hier Übergröße, sprich, laut Wissenschaftlern dort muss dieser Mensch auch die Größe von 3,50 Meter gehabt haben. Hier sehen Sie eine Nahaufnahme und hier sehen Sie Knochen, die aus der Sammlung von Pater Carlos Wacker stammen, die ich bei der Familie von ihm besichtigen durfte und ich durfte dann einige Stücke Mitbringen nach Österreich und wir haben hier mehrere Untersuchungen machen lassen. Es ist immer wieder dasselbe Ergebnis. Es sieht dezidiert aus, zum Beispiel dieser Knochen hier wie ein menschlicher, menschliches Fersenbein, ein Teil des menschlichen Fersenbeines, weil hier ein Teil abgebrochen ist. Es wurden sogar Vergleiche angestellt zwischen normalem Fersenknochen und diesem hier. Es sieht genauso aus, aber. Das ist unmöglich, weil dieser Mensch müsste circa fünfmal größer gewesen sein. Fünfmal größer trifft auf Aufzeichnungen von Chiesa de Leon aus dem 16. Jahrhundert. Chiesa de Leon war halb Inka und halb Spanier und er war Historiker. Und er schreibt in einem seiner Dokumente, das heute noch an der Universität in Quito ist, beschreibt er, heute fanden wir an der küste von esmeraldas das ist die, küste, die pazifikküste von ecuador heute fanden wir an der küste von esmeralda mehrere menschliche skelette die fünfmal größer waren als wir da es sich bei diesen skeletten natürlich nur um teuflische dinge handeln konnte wurden die skelette zerstört das ist die rückseitenaufnahme des fersenbeines das hier wurde identifiziert, sieht aus wie ein Nasenbein, auch wiederum fünfmal größer. Und das hier ein Os occipitale, das heißt ein Unterschädelknochen, von dem wir zwei links und rechts am, am Halsausgang haben, um den Schädel rollend bewegen zu können. Auch hier wieder fünfmal größer. Dann in einem Privatmuseum in Cuenca haben wir diese Steinaxt gefunden in einem Museum, ausgestellt als Zeremonialaxt, 70 cm lang, aus Granit, sehr, sehr schwer. Und Sie können erkennen, dass hier Abnützungen erkenntlich sind, wo es eigentlich auch im Normalgebrauch angebunden werden musste. Und wir haben dann Vergleiche angestellt zwischen normalen Steinaxten, die dort im Museum sind, und dieser Steinaxt. Auch hier kommen wir wieder auf eine... Größe von circa fünfmal größer als eine Normalsteinaxt. Auch diese und die nächste Axt sind in diesem Museum und sind auch viel, viel größer. Überdimensionale Steinäxte wurden gefunden, hunderte, hunderte Stück in Marokko. Bei meinem Besuch äh, letztes Jahr im August in äh, Armenien im Museum habe ich auch eine überdimensionale Steinaxt vorgefunden, aber immer werden diese Äxte ausgestellt als Zeremonialdinger. Da sehen Sie eine Aufnahme, wie groß dieses Skelett, wir haben ein Modell 2004 für die Ausstellung in der Schweiz gemacht, ein normal, wir wissen nicht, wie dieser Mensch aus Ecuador ausgesehen hat, aber wir haben versucht, mit einem amerikanischen Künstler ein Plastikskelett von 7,60 Meter herzustellen. Und Sie sehen hier, dass normal gewachsene Männer nicht einmal bis zur Kniescheibe gehen. Aber interessant für mich war dann dieses Bild, das habe ich von einem ecuadorianischen Forscher erhalten, der mehrere Male in, der, in den Cuevas de los Tayos war. Cuevas de los Tayos ist ein riesiges unterirdisches Höhlensystem von dem berichtet wird dass juan moritz ein gebürtiger ungar der forschungen in ecuador und südamerika gemacht hat dass er dort angeblich eine metallbibliothek vorgefunden hat mit unbekannten schriftzeichen er hat aber nie bekannt gegeben wo genau manuel palacios ein freund von mir ecuadorianischer äh, forscher war mehrmals mit äh, mehreren leuten in diesem unterirdischen Höhlensystem und er hat mir dieses Foto geschickt und ich habe ihn dann angerufen und habe gefragt: Ist rechts neben dem Eingang steht hier ein Mensch? Worauf er laut gelacht hat und gesagt: Nein, das hier ist die Darstellung, die Höhlenmalerei eines Menschen mit der Größe von 7,50 Meter und das hier daneben, das, der längliche schwarze Punkt, das hier war sein Freund. Auch hier hätten wir wieder einen Hinweis auf Menschenexistenz von 7,50 Meter. Und wenn Sie sich diese Halle anschauen und diesen Toreingang, dann ist es schwer verständlich, ob das Menschen in dieser Größe gemacht haben könnten. Wenn die aber 7,50 Meter groß waren, dann wäre es verständlich, dass die Halle so groß ist und dass auch die Eingänge in diese Halle relativ groß sind. Ja. Da Reichen, Links das Gesicht, ja, hier. Ja. Aber für mich war interessant, hier der Größenvergleich 7,50 Meter. Also, das wäre dann wieder einer der Hinweise. Diese, dieses, äh, eines der Skelette, mehrere wurden dort in unterirdischen äh, Gräbern vorgefunden, aus Bolivien. Größenangaben 2,60 Meter bis 2,80 Meter und hier einige Aufnahmen eines dieser Schädel. Sie sehen, dass die Kiefer und der Knochenbau viel stärker ist wie bei einem normalen Menschen, aber für mich interessant, dass er an der Schädeloberfläche keine Knochenverbindungen hat. Wir haben drei Schädelplatten, die enden in der Fontanella und wenn es keine Schädelverbindungen gibt. Ich sage immer, es sieht aus wie ein effektiver Eierkopf. Wäre interessant, von diesen Schädeln oder Skeletten eine Altersdatierung bzw. eine DNA-Analyse zu machen. Hier sehen Sie einen Stein, 350 Kilo schwer. Der wurde gefunden in einer Mine in USA, in einer aufgelassenen Mine. Und es wurde nicht nur dieser Schädel, ob dieser versteinerte Schädel hier im Steinblock vorgefunden. Wir haben ihn besichtigt und haben dann auf die Schädeldecke geklopft. Er ist innen hohl, was ein Hinweis wäre, dass es sich hier tatsächlich um einen menschlichen Schädel handelt. Hier im Vergleich ein normaler menschlicher Schädel. Es wurden aber auch noch jede Menge andere Knochenteile versteinert in diesem Gebiet gefunden. Interessant insofern, dass die... Kohle in diesem Gebiet auf Minimumalter ca. 65 Millionen Jahre geschätzt wird. Also das würde dann wieder in die Richtung gehen von Michael Cremo, der das berühmte Buch äh, Verbotene Archäologie geschrieben hat. Und äh, auch er hat bereits Beweise, dass Menschen eigentlich schon vor vielen, vielen Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben. Hier sehen Sie ein Skelett aus Utah. Es wurden dort bei Grabungen mehrere Skelette vorgefunden, die alle über 2,60 m, 2,80 m bis 3,50 m groß waren. Ich habe von amerikanischen Forschern Hunderte von Zeitungsartikeln bekommen, von den Jahren 1880 aufgehend bis ca. 1925 worin immer wieder berichtet wird, welcher Archäologe an welchem American Mount, also an Grabhügel, riesige Skelette gefunden hat. Skelettfunde mit der Größe 2,50 Meter bis 3,50 Meter, 3 Meter, teilweise schreiben die Zeitungen sogar, und das waren Zeitungsberichte wie New York Times 1897 und viele hunderte andere, die den Namen des Archäologen beschrieben haben, die Fundstelle beschrieben haben, und die meisten dieser Artikel enden, dass diese Skelette an das Smithsonian institut übergeben wurde. Ein guter Freund, der leider vor einigen Jahren verstorben ist, ein Deloria, der die Rechte der nordamerikanischen Indianer vor, dem, vor der Regierung vertreten hat, der zweifacher Professor war. Der hat mir erzählt, dass seine Forschungen, und die Indianer forschen sehr wohl, was mit diesen Skeletten passiert ist, dass er den Bericht, dass er. Beweise hat, dass Missonian einen Frachter mit Objekten beladen hat und auf offener See versenkt hat. Warum will man nicht zugeben oder einsehen, dass es vor langer Zeit tatsächlich Riesen auf dieser Erde gegeben hat? Das ist auch eines der Skelette aus Utah. Und hier Funde, ein Foto, ein altes Funde, Foto von 1965, glaube ich, das ich von Adriano Forcione, einem italienischen Herausgeber eines Archäologie-Magazines und Forscher, erhalten habe. Längliche menschliche Schädel, die nur eine Schädelquerverbindung über den Schädel haben. Auch hier kann es sich theoretisch nicht um einen Homo sapiens sapiens, cro oder Neandertaler handeln. Er war dann mit einem italienischen Fernsehteam dort und über Intervention der Fernsehstation beim Ministerium äh, wurde ihnen dann, die, wurden Ihnen diese Schädel gefunden im Depot. Denn die erste Aussage dort im Museum war, Sie haben nie solche Schädel gehabt. Nach denen, nachdem Ihnen Adriano aber das Bild gezeigt hat von Ihrer Vitrine, haben Sie gesagt, Sie werden dann nachschauen im Depot. Und nach Intervention beim Ministerium haben Sie dann zufällig die Schädel gefunden und Sie sehen hier einen normalen menschlichen Schädel. Sie sehen hier eine Querverbindung und dann die Schädelplattenverbindung nach hinten und Sie sehen, dass dieser längliche, längliche Schädel eben nur eine Querverbindung über den Schädel hat. Hier ein Vergleich, noch einmal Größenvergleich, auch bei diesen Menschen muss es sich um die Größe von ca. 3 Meter, 3,50 Meter gehandelt haben, anhand der Größe des Schädels. Deformierung nach rückwärts ist absolut unmöglich. Es gibt nur eine Deformierung nach oben, eine künstliche Deformierung. Hier Adriano mit dem Museumskurator. Riesengeschichten gibt es auch jede Menge auf Kreta. Uh, russische Delegation hat ein unterirdisches uh, riesiges Labyrinth gefunden mit Hunderten von Steinsäulen in dieser Größe. Hier. Uh, wir haben auch auf Kreta Scans dann gemacht in dieser uh, Gegend und uh, mein Kollege konnte einen Gang, aber viele viele Gänge und uh, große Räume feststellen, aber ein Gang geht quer über Kreta unterirdisch äh, quert die gesamte Insel 60 Meter langer äh, Gang, der die Größenausmaße hat wie hier. Da muss man sich überlegen, wie können solche Gänge und solche Labyrinthe mit normalen primitiven Werkzeug erzeugt werden? Ist meiner Meinung nach nicht möglich. Und auf, Malta, äh, auf Kreta gibt es auch viele Geschichten über Riesen. Von Professor Ernst Mulderscheff, einem berühmten Augenarzt und äh, Forscher aus Russland, habe ich dieses Bild erhalten. Äh, es wurde im Norden von äh, Syrien gemacht. Und zwar auch hier sehen Sie drei überdimensionale äh, Fußabdrücke. Und Professor Mulderscheff nimmt immer verschiedene Wissenschaftler mit, Mathematiker, Geologe, Archäologe, Anthropologe. Es ist immer eine Gruppe von Wissenschaftlern, und sie haben hier vor Ort Untersuchungen gemacht, denn laut offizieller Wissenschaft wurden diese drei Fußabdrücke künstlich gemacht aus irgendwelchen zeremoniellen Anlässen. Sie haben dann Wasser hineingeschüttet in die beiden Fußabdrücke hier und den dritten hier. Und Sie wissen alle, wenn man mit zwei Füßen in einem weichen Material steht und einen Ausfallschritt nach vorne macht und aus dieser Masse wieder heraustreten möchte, dann muss man das Gewicht auf die, die hintere Ferse verlagern und das würde hier genau der Wassermenge entsprechen. Also, das wäre aber noch nicht der Beweis, dass es sich hier um menschliche Fußabdrücke handelt. Auch hier. Die Größe sehen Sie hier, aber Professor Mulderschef hat dann vom Geologen etwas von diesem Gesteinmaterial mitnehmen lassen und die Untersuchungen in Russland haben ergeben, dass es sich um eine Art Zementmasse handelt. Also kein natürlicher Stein, sondern menschlich gemacht, eine Art von Zementmasse und dann wäre auch verständlich, dass man in einer weichen Zementmasse Fußabdrücke hinterlassen kann. Und auch hier bei dieser Fußabdrücke. Größe, spricht äh, Professor Muldaschew von der Größe von mindestens 6,50 Meter bis 7,50 Meter. Also auch hier hätten wir wieder den Hinweis auf Riesen. Dieser Daumenknochen wurde im Nahen Osten ausgegraben, entspricht auch der Größe eines Menschen von über 3 Metern. Wenn Sie hier den Vergleich eines erwachsenen Menschen, Daumenknochen und hier diesen und das wäre wieder der Hinweis auf den Koran oder auf die Bibel, dass es früher im Nahen Osten auch Riesen gegeben hat. Diese Zeichnung stammt von einem Ureinwohner, von einem äh, amerikanischen Indianer aus Utah, der in einer Höhle zwei Mumien vorgefunden hat. Der Mann mit roten Haaren, drei Meter groß, die Frau blonde Haare mit 2,70 m, mit unbekannten Schriftzeichen und in dieser Höhle waren ca. 60 dieser Steinboxen, die perfekt bearbeitet sind, die mit organischem Material verpackt waren. Organisches Material kann man altersdatieren, das wurde dort gemacht, Altersdatierung ca. 4800 Jahre. Und in jeder dieser Steinbox sind mehrere Kupferplatten mit einer unbekannten Schrift. Wie ich die ersten Fotos gesehen habe und erhalten habe von dem Mann, habe ich gedacht, es handelt sich hier um sumerische Keilschriftzeichen, sind es aber nicht, aber sie gehen in diese Richtung. Sie haben eine Ähnlichkeit. Auf jeden Fall eine bis dato noch völlig unbekannte Schrift. Und hier, das ist die interessanteste Platte, die er mir geschickt hat, anhand des Fotos. Sie sehen nämlich hier genau die Dame mit diesem Kopfschmuck genauso der Kopfschmuck wie die Mumie mit den blonden Haaren. Auch hier muss man dann sagen: Welche Zivilisation mit der Größe von drei Meter und weibliche Größe zwei Meter siebzig war vor 4.800 Jahren in USA in Utah? und hat diese Art von Schrift verwendet, wiederum eine bis dato unbekannte Zivilisation. Hier sehen Sie mehrere dieser Kupfertafeln mit den unbekannten Schriftzeichen. Hier sehen Sie Abgüsse von Rex Gilroy, einem australischen Forscher, der immer wieder in der Wildnis überdimensionale, menschenähnliche Fußabdrücke findet. Dann gehen wir zu den kleinen Menschen. Auch wir haben in unseren Sagen und Legenden die Berichte über die Zwerge. Dieser menschliche Kopf wurde in Marokko ausgegraben, und zwar in einem Gebiet, wo es Millionen von Fossilien gibt, die Altersdatierungen auf ca. 140 Millionen Jahre zurückgehen. Dieser Schädel wurde mehrmals mit Röntgen untersucht und es wurde festgestellt, dass es kein Affe ist. Es Müsste sich theoretisch um einen Menschen handeln, aber selbst wenn es ein Affe wäre, wäre es sensationell, denn vor 140 Millionen Jahren haben weder Säugetiere noch Menschen offiziell existiert und das wäre für mich wieder einer der Hinweise meiner Forschungen, aber nur meiner Meinung. Es ist nur meine Meinung. Ich sage das immer dazu. Ich bin der Meinung, dass es in der Vergangenheit immer wieder globale Katastrophen auf dieser Erde gegeben hat und das ganze Leben wieder von vorne begonnen hat, beziehungsweise einige wenige Menschen überlebt haben. Das wären dann Gebiete wie Tibet, das wären Gebiete wie die Anden, das wären Gebiete wie Abessinien oder das Hochtal von Mexiko. Uh, und, und wenn man bedenkt, wenn heute eine globale Katastrophe wäre und nur Menschen in ganz hoch gelegenen Gegenden würden überleben, was würde passieren? Die ganze Zivilisation wäre ausgelöscht und die Menschen, die überleben würden, hätten die nächsten Jahrhunderte beziehungsweise Jahrtausende nur ein Problem und zwar, wie finde ich Essen, was finde ich zu essen für die Existenz oder das Überleben meiner Familien? Und das geht genau in die Richtung hin, vielleicht haben sich diese Menschen selbst vernichtet. Und Sie haben heute in Vorträgen bereits gehört, dass das Klima, dass es um die Erde nicht wirklich sehr gut aussieht. Und ich glaube, man sollte viel mehr aus der Vergangenheit versuchen zu lernen, um den Blick in die Zukunft etwas klarer zu bekommen. Dann dieses kleine Wesen ist 14 Zentimeter groß. Sie können sich erinnern, letztes Jahr haben sämtliche österreichische Medien berichtet, weil ein Amerikaner, Dr. Stephen Greer, behauptet hat offiziell, er hat das erste Mal äh, die Chance einen Alien zu zeigen. Und alle Medien weltweit sind darauf aufgesprungen. Dazu kann ich nur eines sagen, das Ergebnis war, DNA-Untersuchung hat ergeben, dass 98% südamerikanische Frau ist. Und wenn ich von 2% spreche, kann ich schwer sagen oder behaupten, dass es sich hier um ein Alien handelt. Das Ergebnis in den USA haben wir aber bereits 2005 in Deutschland gehabt, denn da war dieses Objekt in Deutschland. Und wir haben Untersuchungen machen lassen und äh, äh, der Professoren für Anatomie waren der Meinung, dass es sich nicht um einen Fötus handelt, denn ein Fötus in dieser Größe wird circa fünf Monate und da werden die Knochen bei weitem noch nicht so ausgebildet. Der Unterschied zu uns Menschen ist, dass dieses Wesen nur zehn Rippen hat, aber äh, der eine äh, äh, Professor für Anatomie hat zu mir gesagt, er ist der Meinung, dass es sich hier um ein Kind im Alter zwischen vier und sechs Jahren handelt. Und genau das gleiche Ergebnis haben die Amerikaner auch festgestellt. Nur wir haben uns geweigert zu behaupten, dass es sich hier um einen Alien handelt. denn man kann nur etwas behaupten, was man zu 100% auch beweisen kann. Aber Sie sehen, wie wir es in Deutschland gehabt haben in der Ausstellung hat sich die Presse absolut nicht dafür interessiert, warum? Weil wir eben nicht marktschreierisch behauptet haben, dass es sich hier um einen Alien handelt. Es ist unseriös. Ich habe dann später, einen Monat später, in Deutschland eine Videokassette bekommen aus Russland. Und zwar wurde dort das gleiche Wesen in etwa gezeigt, das dort gefunden wurde bei einer alten Frau, das gelebt haben soll. Die alte Frau ist aber alleine, die hat alleine einsam im Wald gelebt, in einem Blockhaus. Die ist aber auf, bei einer Einkaufstour zusammengebrochen in der Ortschaft. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert und sie hat dann zu toben anbegon, äh, begonnen, wie sie wieder zu sich gekommen ist. Sie muss sofort nach Hause, ihr Baby, ihr Baby. Und sie hat das tagelang durchgezogen und dann daraufhin hat man sie in die Psychiatrie überstellt. Und in der Psychiatrie war Gott sei Dank eine Krankenschwester, die der Meinung war, irgendwas, irgendetwas muss äh, komisch sein und hat die Polizei angerufen. Die sind zu dem Haus dieser Frau hingefahren und sie haben in einem kleinen Bettchen das gleiche Wesen mit der Größe von 28 Zentimetern gefunden. Das heißt. Der Professor für Anatomie in Berlin hat recht gehabt mit der Aussage, er ist der Meinung, dass es sich hier um ein Kind im Alter zwischen 4 und 6 Jahren handelt. Denn wenn das Kind im Alter zwischen 4 und 6 Jahren 14 cm groß ist, dann könnte es als ausgewachsener 28 cm erreichen. Und dann hätten wir auch hier den Beweis, dass es diese Wesen auf der Erde gegeben hat. Aus Ecuador habe ich von bekannten Forschern die Mitteilung erhalten, dass sie in einem Gebiet in der Nähe von Cuenca, wo es versteinerte Bäume gibt, auch eine versunkene Stadt gefunden haben und dass sie in dieser Gegend kleine Wesen, die ungefähr, so haben sie mir gezeigt, diese Größe gehabt haben, die aber herumgelaufen sind und sie haben vor Ort kleine Werkzeuge vorgefunden. Also meiner Meinung nach hat das mit Aliens nichts wirklich zu tun. Sie sehen hier noch einige Aufnahmen, Sie sehen hier die Knochenformation und wie gesagt, dieses Wesen und auch das in Russland gefundene hat nur zehn Rippen und wir haben eben zwölf Rippen. Auch die Fingerknochen ganz anders wie bei uns. Dann gehen wir kurz zu den Langschädeln. Langschädeln gibt es auf der ganzen Welt. Im Naturhistorischen Museum in Wien gibt es mehrere Langschädel der Avaren. Und dieser Schädel wurde in der Nähe von Wolkersdorf ausgegraben, ein Avarenschädel hier sehen sie einen ägyptischen schädel, der etwas schräg nach hinten deformiert ist. so haben die südamerikaner die schädeldeformationen gemacht. hier einen schädel aus Tiahuanaco, aus veracruz. das auch aus Tiahuanaco. und dann kommen die für mich am interessantesten schädel, und zwar befinden sich alle die nächsten schädel in einem privatmuseum in Ica. Das Museum heißt Maria Reiche Museum. Ica ist in der Nähe der berühmten Nazca-Linien. In Ica gibt es auch die Steinsammlung von Professor Cabrera. Tausende Steine mit Eingravierungen von Dinosaurus und Menschen gemeinsam und so weiter. Aber eben in diesem Maria Reiche Museum haben wir diesen Schädel vorgefunden. Diesen Schädel wo Mediziner der Meinung sind durch Schädelformation kann schwer ein über äh, großer Schädel entstehen also zusätzliches Knochenmaterial kann schwer durch Deformation entstehen und das ist für mich überhaupt der interessanteste Schädel denn eine Schädeldeformierung parallel nach oben würde eigentlich absolut nichts bringen dieser Schädel hat noch Haare und Hautteile also von diesem Schädel wäre es relativ einfach DNA-Analyse bzw. Altersdatierung zu machen. Auch alle diese Schädel befinden sich in diesem Museum Maria Reiche Museum in Ica. Dieser Schädel befindet sich im Nationalmuseum in Lima. Hier wurde dann ein Modell dargestellt, wie dieser Mensch ausgesehen haben müsste und auch hier eine Deformierung dieser Art wäre schwer möglich, denn man müsste dafür hier den Schädel abbinden. Das heißt, man würde ja die Fontanella verschließen und das Kind könnte ja nicht überleben. Dann, wenn wir schon bei den Schädeln sind, dann gehen wir kurz zu den äh, Kristallschädeln. Und zwar in Wien konnten wir sechs Schädel ausstellen. Äh, der hier und die anderen, die, die folgenden fünf befinden sich im Besitz von Joki van Dieten, einer Holländerin. Diesen hier nannte sie It. Wir haben ihn in Wien 2001 von Dr. Rudolf Distelberger, der weltweit als der Edelsteinexperte und Kristallexperte angesehen wird, wurde. Leider ist er auch vor einigen Jahren verstorben. Weltweit, wer sich für Kristallschädel interessiert, weiß, dass weltweit bei den Kristallschädel-Fans der Mitchell-Hedges-Schädel der Unerklärlichste überhaupt ist. Die Frau Mitchell Hedges war im Jahre 1984 im Getty museum und hat dort gefragt, ob sie diesen Schädel untersuchen können. Und die Spezialisten dort haben gemeint, es gibt eigentlich nur einen Spezialisten, das ist Dr. Rudolf Distelberger in Wien im Kunsthistorischen Museum. Sie ist mit dem Schädel nach Wien gekommen, Dr. Distelberger hat ihn mehrere Stunden lang untersucht und hat dann, er war immer ein höflicher, freundlicher, liebenswürdiger Mensch, er hätte nie gesagt, der Schädel ist neu, sondern er hat nur gesagt: Ich bin der Meinung, dieser Schädel wurde Ende 19. Jahrhundert in Nieder-Oberstein hergestellt. Und äh, National Geographic hat im letzten Jahr eine Dokumentation gemacht: Sie haben den besten Kristallschädelerzeuger in China gebeten, aus einem klaren Kristallblock einen Schädel herzustellen, eins zu eins wie der Mitchell-Hedges-Schädel. Das ist ihm gelungen und bis Immer noch sagen die Kristallschädelfreunde, dass der Mitchell Hedges Schädel echt ist, dass er nicht, dass es unmöglich ist, so einen Schädel heute herzustellen und dass er von den Aliens gebracht wurde. Blödsinn. Diesen Schädel hat er auch untersucht, Dr. Disselberger. Er hat gesagt, dieser Schädel wurde mit einem scharfen Gegenstand in, den, in die Rohform gehauen, dann mit Quarzsand in die Form geschliffen, was ein sehr langer Arbeitsprozess gewesen sein muss denn er kon konnte noch mit der Lupe leichte Einschlagspitzen äh sehen und er konnte mit der Lupe Kratzspuren erkennen, die auf Quarzsand hinweisen und er meinte dann noch, vermutlich wurde er dann zuletzt mit einem Leder geschliffen, bis er so blank wurde und auch das wäre ein langer Arbeitsprozess gewesen, aber er wusste nicht, dass dieser Schädel laut Jokifanditen in Guatemala von einem Bauern bei äh, Arbeiten am Land Ausgegraben wurde. Was er dann gesagt hat, das war für mich das Interessanteste. Er sagt, er wusste nichts über den, den Fund. Er hat nur gemeint, dieser Schädel muss sicher mindestens über 500 Jahre alt sein, denn er hat hier in den Eingrabungen, hat er Korrosionsablagerungen, die sich nur bilden, wenn etwa, wenn Kristall viele, viele hunderte Jahre unter der Erde liegt. Also das ist dann definitiv ein originaler Schädel. Dieser Schädel wurde in Peru gefunden, ist Aquamarin auch von ihm untersucht, handgemacht. Dieser Schädel wurde in der Mongolei gefunden, auch handgemacht und höchstwahrscheinlich sehr alt. Zu diesem Schädel kurz eine Geschichte. 2004 bei der Ausstellung in der Schweiz hat mich eine wirklich für mich wunderbare Schamanin gebeten, ob sie nach Sperrstunde mit mir durchgehen kann und sie wird mir einige Sachen erklären, was sie dann tatsächlich gemacht hat. Dann ist sie vor den Kristallschädeln gestanden. Es war November 2004. Dann ist sie in Trance gegangen und dann meinte sie, dann hat sie in einer Sprache gesprochen, die ich überhaupt noch nie gehört habe, hat dann auf Russisch der Dolmetscherin gesagt, äh, welche Meldung und dann zu mir. Und dann hat sie gesagt, die erste Information betrifft mich. Ich werde in naher Zukunft viele Sachen aus der Erde holen. Weil ich kein Archäologe bin, habe ich gedacht, das kann sicher nicht stimmen, aber mit der Technologie meines Freundes sind wir dabei, mit offiziellen Regierungen archäologische Plätze anzugehen. Also da hätte der Schädel recht gehabt. Aber das, die zweite Meldung war dann, in einigen Tagen wird eine große Welle hunderttausende Menschen töten. Und Sie wissen alle, dass 2004 am 26. Dezember in Südostasien der Tsunami war und tatsächlich über 200.000 Menschen getötet hat. Bis zu dem Datum war ich immer skeptisch mit den Kristallschädelfreunden, dass da wirklich Informationen drinnen sind, aber es stimmt tatsächlich, dieser Schädel, Lapislazuli aus äh, Brasilien, dieser Schädel aus äh, äh, Rosenquarz aus der Ukraine, dieser Schädel, Wurde, da habe ich die Fotos bekommen aus Mexiko, wurde in einer Höhle gefunden mit über 3000 Objekten, wo ich Ihnen durch Zeitablauf nur einige dann ganz kurz zeigen kann. Der Schädel ist sehr interessant, weil er innen hohl ist. Bis dato für mich der einzige Schädel dieser Art. Einen ähnlichen hat ein Freund von mir aus Tibet bekommen. Dieser Schädel war definitiv im Besitz von Heinrich Himmler dem SS-Chef. Er war in einer Holzkiste, in einer Lederkiste auf dem letzten Zugtransport von Berlin nach Prag. In Prag hat der SS-General Kammler, der zuständig war für die Geheimwaffen, auf drei Holzkisten gewartet mit Informationen. Der Zug ist dort nicht angekommen. Der Zug wurde bombardiert und Sachen aus der Transportliste, die ein Freund von mir im Besitz hat, war auch dieser Kristallschädel-Besitzer Heinrich Himmler und auf der, auf der Lederkiste steht drauf Otto Rahn und Sie wissen alle, dass Otto Rahn der ss archäologe war, der Forschungen für die SS der Templer und Katarer in Rennes-le-Château und äh, Montségur gemacht hat. Und wir haben diesen Schädel auch nach Wien bekommen. Ich habe ihn zu Dr. Distelberger gebracht und das war einen Monat vor seinem Tod. Und er hat mir den Schädel untersucht. Entschuldigung, da war ich immer emotionell. Äh, er hat mir den Schädel untersucht und hat gemeint, der Kristall ist nicht aus Südamerika, der Kristall ist aus den europäischen Alpen. Und ich vermute, dass dieser Templer tatsächlich in, äh, dieser Schädel mit den Templer, zu, in verbindung steht oder zu tun hatte. und diesen schädel wollte ich heute mitbringen. es tut mir leid, vielleicht bei einer anderen gelegenheit den hat mir äh, nasim haramein nach deutschland gebracht. vor zwei jahren waren wir in saarbrücken beide gemeinsam auf, einem, äh, auf einer konferenz. wir haben uns schon 2010 in australien kennengelernt. wir sind sehr gute freunde. nasim haramein für mich der beste Physiker, den es gibt, hat mir den Schädel in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich soll ihn hier behalten, wenn ich irgendwann wieder einmal eine Ausstellung mache, dann kann ich ihn ausstellen. Ich habe ihn gefragt, woher hast du ihn? Hat er gesagt, den hat mir ein junger Mann gegeben, der nach dem Kauf dieses Schädels ist seine Verlobte, die er einen Monat später heiraten wollte, verstorben. Und es ist bekannt, dass jeder der vorherigen Besitzer dieses Schädels ein schweres Unglück erlitten hat. Ich habe sofort zu Nassim gesagt: Ich will ihn nicht behalten. Sag ich, 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 ich bewahre ihn, aber Nassim verspricht mir eines: Wir versuchen beide festzustellen, woher dieser Schädel kommt. Und wenn uns das gelingt, dann bringen wir ihn wieder dorthin, wo er hingehört. Und seitdem muss ich sagen: Früher habe ich auch schwere Zeiten gehabt. Und seit dieser Schädel bei mir ist, geht vieles bergauf und geht vieles weiter, viele neue Informationen, viele neue Entdeckungen. Und das Interessanteste ist, er muss eine sehr, sehr starke Energie ausstrahlen. Ich muss dazu sagen, ich spüre überhaupt nie Energien. Und ich habe diesbezüglich schon mehrere Schamanen gefragt, die alle gesagt haben, das ist mein Schutz, denn wenn ich die, die Energie all dieser Objekte spüren würde, das würde ich nicht durchstehen. Und ich habe diesen Schädel bei mir im Schlafzimmer stehen. Er schaut genau zu mir ins Bett. Und einer der drei europäischen Zen-Großmeister, ein Österreicher aus Niederösterreich, ein guter Freund von mir, hat mich besucht. Wir sitzen im Wohnzimmer und auf einmal fängt er mit dem Fuß nervös zu wippen an. Und ich denke noch bei mir, heute ist er aber nervös. Auf einmal sagt er, du Klaus, was hast denn du in deinem Haus? So ich was will ich in mein Haus haben? Sagt er, du hast etwas in deinem Haus, das hat eine unglaubliche Energie. Sag ich, Helmut, ich habe nichts im Haus. Sagt er, ich spüre doch. Oh, denke vielleicht der Schädel. Ne? Geh rauf ins Schlafzimmer, holen raus. Er konnte mich noch gar nicht sehen, sagt sofort, das ist es, das ist es, ich spüre schon, das wird immer stärker. Ich habe ihm den Ste Schädel auf den Tisch gestellt. Er ist gleich zurückgegangen und hat gesagt, wow, der hat eine unheimliche positive Energie. Sagt er, hast du den immer im Haus? Sagt der steht bei mir im Schlafzimmer, warum? Sagt er, ich könnte keine Sekunde schlafen durch die starke Energie. Ich habe ihn mitgehabt auf einer Konferenz äh, letzten Monat in Japan, wo ich Bedenken gehabt habe wegen der Ausfuhrgenehmigungen, die sind sehr, sehr strikt in Japan. Und habe eine wissende Dame gefragt und die hat gesagt, mach dir keine Sorgen, der Schädel schützt sich selber. Ich habe ihn ohne Probleme aus Wien rausgebracht, haben auch schon in Paris mitgehabt, habe ihn in Japan im Handgepäck nichts zu verzollen durchgebracht. Nur bei der Ausreise habe ich glaube jetzt gibt es Probleme. Und natürlich sofort aufgeleuchtet auf die Seite, sofort, was könnte da drinnen sein? Und ich habe, Gott sei Dank kann ich japanisch, habe ich gesagt, da ist ein Steinschädel drinnen. Ja, aufmachen, sofort aufmachen. Dann wäre es schon losgegangen mit woher er ist und mit Einfuhrgenehmigung oder Ausfuhrgenehmigung. Dann habe ich gedacht, oh, ich zeige dem das Prospekt, das ich als Vortragender ja hier eingeladen war, habe es gezeigt. Dann kommt der Chef von der Security, schaut so drüber, sieht das und sagt, wow, Sie haben den Kongress gehalten, sage ich ja, Sag der, und haben den Schädel auch gezeigt, sage ich ja, sagt er, hier haben Sie meine Namenskarte, mich interessiert das Thema so stark, wenn Sie wieder einen Vortrag machen, informieren Sie sich. Bitte, informieren Sie mich bitte. Dankeschön, ich kann gehen. So, der Schädel schützt sich tatsächlich selber. Dann noch ganz kurz einige kurze Bilder. Das ist die, Rück die Schädeldecke des Schädels. Es ist eingraviert Ketzelquattel, der gefiederte Gott. Ich habe den Schädel in Paris mitgehabt. Da war auch Humboldt's Man, der Wissende der Meyers dabei. Äh, ich wurde dann von der Organisatorin gebeten am ersten Abend, ob ich den Schädel Humbertsmann zeige. Der hat den Schädel gesehen, ist sofort ehrfürchtig in Position gegangen, hat dann sein Kopfband heruntergenommen, hat meditiert und er hat dann zu mir gesagt, dieser Schädel ist einer der wichtigsten überhaupt hier und er ist älter als 10.000 Jahre und die Jadeeinlagen bei den Augen sind aus der gleichen Jade wie... Bakal in der Pyramide in der mexikanischen Pyramide der dort gefunden wurde im Grab. Dann noch ganz kurz, 1876 hat Le Jean, ein französischer Forscher, in mehreren Metern Tiefe die erste dieser Statuen ausgegraben. Es wurden in weiterer Folge dann viele mehr gefunden von den Archäologen oder für die Archäologen ist dies der Gott Chakmol und Sie sehen hier einige Bilder von den 3000 Objekten, die gemeinsam mit dem Kristallschädel in Mexiko von einem Bauern in seiner Höhle gefunden wurden. Sie sehen die gleiche Körperposition. Sie sehen hier auf diesem Bild sogar, das sieht aus, als wenn dieser Mann hier etwas wie einen Bildschirm auf dem Bauch hätte. Und russische Astronauten haben festgestellt, dass dies die perfekte Körperhaltung wäre für. Äh, Flüge ins All. Sie sehen hier wiederum, als wenn ein Bildschirm da wäre. Offiziell für die Archäologen waren dies Götter und auf den Bauch hat man die herausgerissenen Herzen gelegt. Ich glaube es nicht ganz. Äh, hier auch wieder Darstellungen von Chuck Mohl. Und dann kommen einige Objekte hier aus der gleich aus vom gleichen Fund. Ich habe einige davon Nasim Haramin gezeigt oder geschickt als erstes, ob er mir physikalische Erklärungen dazu geben kann. Wie er die ersten Bilder aufgemacht hat, hat er nur gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe gesagt, it's enough if you call me Klaus. <laughs> Sie sehen hier, dass sogar Leute herausschauen. Es, die Objekte sehen aus wie Flugobjekte. Wir haben Einige dieser Bilder in Saarbrücken gezeigt und haben gebeten, keine Filmaufnahmen zu machen. Es wurden Filmaufnahmen gemacht und ins Internet gestellt. Und dann wurde ich und auch Nassim sogar von den UFO-Freaks beflegelt, dass wir Verbrecher sind, dass wir Bilder zeigen von gefälschten neuzeitlichen Objekten. Das haben wir nicht auf uns sitzen lassen. Sie sehen Bilder mit Sonneneruptionen, die Nassim erklären konnte, Bilder mit Wurmlöcherdarstellungen, also UFOs, die in der Sonneneruption wegfliegen und so weiter. Also Sachen, wo Nassim als Physiker Erklärungen dazugeben konnte. Aber wir haben das nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben zwei Masken aus dieser Sammlung an die Universität in Duson gebracht. Die Masken waren aus Stein mit Halbedelsteinen mosaikmäßig beklebt. Die, der Klebestoff ist organisches Material. Glücklicherweise, organisches Material ist altersdatierbar und die Altersdatierungen der beiden Masken haben ergeben 8.400 Jahre und 12.600 Jahre. Also, das genügt uns aber immer noch nicht. Nassim ist gerade dabei, mit zwei weiteren Universitäten noch zwei Tests machen zu lassen, wiederum mit zwei anderen Masken, damit wir zumindest drei Offizielle Nachweise haben, dass diese Objekte keine Fälschung sind, sondern dass diese Objekte tatsächlich alt sind. Und da fange selbst ich an zu denken, da könnten eigentlich schon Besucher aus dem All hier gewesen sein. Ich danke recht herzlich und wünsche noch einen guten Abend.